Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Und hier unser Damm, den wir uns letztes Mal geleistet haben und das erste Mal, oder für mich das erste Mal, erstellt habe. Und ich habe hier wieder diese komischen Flecken natürlich überall. Habe ich ja auch gesagt, dass ich eigentlich die gleich, wenn wir an einem neuen Ort sind, auch entferne. Das habe ich jetzt ein bisschen, ja, missachtet. Das werde ich jetzt ganz kurz hier nachholen, damit hier ein paar Flecken, die einfach hier nicht dazugehören oder nicht hinpassen. Es sind zwar, ja, vielleicht sind das Ideen, Lösungsansätze, wo man hier eben etwas gestalten könnte. Als Schönbau, ja, alles möglich natürlich, aber wir werden jetzt diese Zeit andersweitig nutzen. So, das Spiel läuft und wir nehmen hier unsere Linie wieder in den Angriff. Und zwar werden wir... Übrigens, ja, wenn diese Folge online kommt, ist ja schon eine Woche vergangen, als Urban Games das neue Spiel auch präsentiert hat. Es gibt ein Transport Fever 2, aber das wisst ihr ja schon längst, nehme ich mal an. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Es hat schon mal im Trailer sehr gut ausgesehen. Von dem her, ja, wir lassen uns überraschen, was das Spiel so alles bringt. Quartal 4 2019 müsste es erscheinen oder wurde es mal angesagt. Ja, hoffen wir auf die Einhaltung dieses Datum. Wir werden es spätestens Ende dieses Jahres dann wissen. So, hier wird's knapp. Hier wird's sehr knapp, dass wir hier rauskommen und dann gleich noch hier rein müssen. Ich würde sagen, wir gehen hier schon mal weg. Ja, das klappt eher. So, dann machen wir das eher so. Klappt das? Ja, das klappt einiges besser hier. Es kostet einfach wieder eine Heide Geld hier durch alles durch. Müssen sie auch wieder tief, tief in die Erde rein. So, und da wir machen es gerade fertig. Wir haben nicht allzu viel Geld hier. Ich benutze den da mal, dann ist hier nicht so ein Geruckle. So, da haben wir 2,9. Ja. Mit dem müssen wir natürlich rechnen. Können wir das? Das wird automatisch hier eingeblendet. Wow. Und schon haben wir das Geld. Das ging jetzt aber schnell. Da muss wieder jemand gerade angekommen sein. Vielen Dank dafür, dass du gerade angekommen bist. Dann konnten wir jetzt eben das gerade bauen hier. Ich muss vielleicht mehr so arbeiten. Dieses aggressive oder hektische Getue dann von meinem Klicken hier ist vielleicht nicht gerade sonderlich geschickt, auch dann zum Zusehen. So, hier machen wir drinnen natürlich dann das Signal, dass der nicht einfach durchdüst. Jetzt kommt es darauf an, wir haben hier, soll ich hier außen das Signal verwenden? Sieht er das überhaupt? Ja, er kommt und sieht das Signal gleich. Wir werden hier hinten dann, wenn wir andere Signale dann mal haben, werden wir solche Tunnelsignale dann setzen, die man auch besser sieht. So, da können wir dann noch ein bisschen Terraforming betreiben. Fällt mir gerade nicht so. So. Ich möchte da gerne, ja, den Übergang des Damms ein bisschen feiner machen. Doch, machen wir doch gleich so. Und dasselbe auch hier unten. So sieht der Übergang des Damms ein bisschen, ja, nicht so eckig aus. Da müsste man sonst, dass es ein bisschen schöner aussieht, eben auch Steine oder so hinsetzen. So. Das passt. So, so gefällt es mir auch schon wieder viel besser. Genau, hier hinten müssen wir auch noch etwas hinsetzen. Sollen wir natürlich die ganze Straße hier blockieren? Das wäre natürlich. Dann müssen sie irgendwann dann eben doch die Züge benutzen. Aber hier machen wir... Oh,
Oh, das ist nicht so schön. Da wird es wieder eine rumpelige Angelegenheit. Wir werden ganz kurz das Ganze hier glätten. Und etwas schön. Ja, ich weiß, die Linie ist da unterbrochen. Ich werde das korrigieren. Keine Angst. Keine Angst. So. Aber jetzt hoffentlich. Ja, der Buckel ist jetzt weg. Und ihr kriegt natürlich die Straße wieder. Keine Angst. Nehmt ihr euch doch nichts weg hier. So, und dann sieht es nämlich auch schon schöner aus. Dann haben wir hier nicht so ein. Ja, herumgehüpfe dann im Zug. So, was nennen wir denn da? Etwas 1963, ist das alles alt. Also beziehungsweise, es ist noch zu jung. Wir haben doch da etwas Einfaches gehabt. Ja, der hier von 1920. Nehmen wir den da, weil der gefällt mir noch irgendwie. Ja, mit diesen Holzschrankenteiler. Sieht doch nett aus. Aber eben, jetzt haben wir uns da wieder den hier wegnehmen lassen. So. Gut, aber ein Depot fehlt auch noch. Das müssen wir auch noch irgendwo hinbauen. Wir müssen mal wieder ein neues Depot verwenden, denke ich. Ich bin da ein bisschen nicht so kreativ, was ich da machen möchte. Nachher sollten wir auch wieder uns um Güter kümmern, wenn wir hier diesen Anschluss haben, dass wir eine neue Güterlinie beschaffen. Ich denke, das Geld sollte dann langsam aber sicherlich mal im Plusbereich bleiben. Guck da mal schnell. Ja, 3,5 Millionen. Also das sollte hier machbar sein, dass wir. Da haben wir 4 Millionen. Gut, der Tunnelbau war auch nicht ganz günstig. Aber wir haben keine Schulden, also von dem her keine Zinsen. Dann. Nochmals Depot. Da hat sich unterdessen nichts getan. Wir könnten halt schon in etwas wieder in diese Richtung machen. Außerhalb. Ja, es wäre natürlich eine Idee. Gut, jetzt ist eine Curved-Variante. Aber wenn man eigentlich. Ich mach das jetzt mal. Hier vorne. So einer hinbaut. Ja, ich drehe ihn vielleicht. Oh, da haben wir zwei. Nein, ich nehme den einfachen. Der hat wahrscheinlich noch mehr, oder? Ne, der hat auch nur zwei. Ah, wir können die Tore ändern. Ach so. Also, wow. Ah, du bist. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Da kann man ja Riesenteiler machen. Gut. So eine 30. Sieht auch nicht schlecht aus. Und da 8 Tore. Alles klar, da können wir dann schön hier etwas basteln. Ich würde aber hier vorschlagen, wir nehmen hier ein einfaches Depot und werden hier dann auch irgendwann mal ein bisschen etwas Schönes kreieren. Und zwar, der ist wieder zu lang. Weil ich möchte eigentlich gerne, wenn wir hier etwas haben, dass wir dann hier eine Schiene ziehen, auch ein Durchfahrtsgleis. Das wäre so meine Idee gewesen. Vielleicht nur dieses Teil hier. Das hat zwar auch zwei. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Dann hat es halt zwei. Können wir auch wieder den hier nehmen. Nicht zu nah ran. Und wenn wir dann rausfahren. Wir machen es jetzt einfach mal so. Wir können den halt dann nicht mehr verlängern, sonst müssen wir dann da alles abreißen. So, und wenn wir auf der anderen Seite einen ähnlichen hinstellen, aber statt den hier, nehmen wir dann eben wirklich der. Machen den hier vorne, dieser Seite hin. Kurz gucken, dass wir so nah wie möglich rangehen können. So vielleicht. Oder halt. Bock den da mal zuerst ein bisschen auf. Dass der etwa auf gleicher Ebene ist. So. Ja, jetzt klappt es wahrscheinlich ein bisschen besser. So. In etwa auf gleicher Ebene. Nicht ganz, aber passt. So, und jetzt können wir hier. Aha, ja, logischerweise geht das ja nicht so einfach.
Das ist gerade jetzt. So, dann machen wir eben wieder mal diese, diese fiese Variante. So, und das hier verbinden wir dann. Muss ich da hier wieder schauen? Oh, halt, das geht hier natürlich nicht. Hier geht es. Gerade bitte. So. Und dann können wir hier durchdüsen. Ganz knapp vorbei. Okay. Wir gucken mal, ob das geht. Nee, das geht noch nicht. Es geht gar nicht, weil es jetzt sogar der Kollege hier hinten, der hat noch. Weggehen wäre auch schade, wenn wir hier. Ah, ganz bisschen. Okay, es hat schon funktioniert, aber ja, hier könnte es auch funktionieren. Naja. Vielleicht mal so, dann sind wir eher. Ja, so könnte man es lassen. Dann hat man hier noch eine Spezialstrecke. Wie wir die nutzen? Ich habe keine Ahnung. Da machen wir dann einfach irgendwann mal irgendetwas. Oder wenn euch dann etwas in den Sinn kommt, was wir da mal noch gestalten können, dann nur los in die Kommentare damit. So, was wir hier drinnen noch alles veranstalten möchten, keine Ahnung, auch das. Wir haben die Qual der Wahl und sehr viele Möglichkeiten, das ist auch klar. So, das möchte ich jetzt mal alles kurz nach vorne ziehen. Hast du hier, jawohl, das ist hier gerade. Und hier vorne, das nehmen wir auch nochmal mit. Den Rest lassen wir mal. So, weil hier hinten machen wir zurzeit ja noch nichts. So. Gut, jetzt geht's rüber von hier in die Linie rein. Das könnten wir natürlich auch gleich so extrem hier machen. Hier hätte er schon früh angedockt. So. So, und dann hier einfach quer mal rein hier, genau. Und das hier auch so, dass man auf beide Varianten lossteuern kann. Und ich würde aber das Signal, auch wenn wir hier noch keinen großen Verkehr haben, doch schon hier vorne setzen. Gut, die Linie fehlt hier noch. Das ist natürlich auch noch was. Die Linie und dann geht's los zum Kaufen. Das Geld haben wir wahrscheinlich noch nicht, dass wir gleich zwei Loks kaufen können. Und ein weiteres Signal fehlt. Aha. Aha. Okay, alles klar. Weil der hier die Möglichkeit hat, nach hier rüber zu kommen, will er das natürlich, der Schlaumeier. Das bedeutet, wir müssten hier vielleicht nur ein Signal hinstellen, dann wäre das Ganze wieder geritzt. Ha. Genau, so ist es auch. Wir nehmen dieses Signal hier und lassen das hier vorne weg. So. Ja, dann nehmen wir das hier. Dann muss er halt hier schon warten. Das passt, aber dann stimmt auch die Linie, wenn wir schon doppelspurig machen. So, und du bist Zug und Chandra. Oder komm, wir nehmen Achtrupp. Achtrupp, der ist dann ganz zu oberst, weil er mit A anfängt. Chandra. Sehr gut. Und dann lassen wir es krachen. Das heißt, nein, lassen wir noch nicht. Uns fehlt hier auch noch ein Depot. Hier können wir schon ein neues Depot verwenden. Vielleicht ist das hier eines mit Strom und das hier ohne. Dann nehmen wir den da. Aber wo setzen wir dich jetzt wieder hin? Soll es ja irgendwo sein, auch vielleicht auch irgendwo, wo es nicht unbedingt stört. ja. Wollen wir einfach hier hinten das Ganze machen? Was ist hier hinten eigentlich? Hier hinten wohnen die Leute. Okay.
Das ist vielleicht nicht so geschickt. Wenn wir es einfach hier hinsetzen, mit ins Zentrum rein. Ja, warum auch nicht? Hier stört es wahrscheinlich auch nicht groß und wir hätten auch gleich einen Anschluss. Machen wir das mal ein bisschen gerade hier. Das ist genau. So, machen wir das so. Wäre das auch mal so fix drin. Oh, jetzt kommen schon wieder Lebensdauer erreicht. Ja, das gucken wir nach uns kurz an. Wir kaufen uns jetzt mal als allererstes Tram. Oh, das sind sicher modifizierte Teile, die, bevor ich sie überhaupt auch mal anwähle, speichere ich da lieber. Sicher ist sicher. So. Und jetzt gucken wir da mal. Ja, da haben wir schon 14, die fahren 20, kosten auch das Doppelte. Haben wir die Stadtbahnhalle, die ist, oh, die ist aber zügig unterwegs mit 27 schon. Die werden halt noch gezogen, die sind langsamer. Hä? Aber dann hätte man eigentlich 14, 7 oder 9. Ich würde aber schon auf entweder die oder die hier gehen. Eine von beiden. Hm, was nehmen wir denn da? Was kostet uns mehr? Was bringt uns mehr? Ich denke, wir nehmen diese hier. Sieht ein bisschen cooler aus auch. Wir können... Ja, diese wäre auch cool, aber... Oder sollen wir diese beiden einfach mal verwenden? Ja, komm, wir machen das so. Wir machen... Ob sich das lohnt, keine Ahnung. Also, wir machen jetzt mal... 1... 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, mehr machen wir da nicht. Dafür haben wir zwei lange Teile drin. So, die halten ja, wie lange halten die eigentlich? 15 Jahre. 30 Jahre, ja, dann haben wir die eine Weilchen. So, wie seht ihr denn aus? Haben wir die auch schon mal verwendet? Ich glaube schon. Ui, der Ton. Okay, aber ich möchte eigentlich die langen ganz kurz ansehen. Die einfach mit zwei Wagen. Mit einem Licht. Ja, du gehst gleich an einen anderen Ort. Das ist auch gut. Und der hier ist wahrscheinlich der mit zwei Wagen, ne? Ne, jetzt kommen zuerst alle mit einem dran. Ja, zuerst kommen wir mal alle mit einem. Ihr seid auch schön leise, hört man gerade, hä? So, jetzt kommen noch die letzten raus mit zwei Wagen. Oh, die kommen ein bisschen kurios daher. Ah nein, jetzt haben sie sich geteilt. Sehr gut. Alles klar. Gut, dann sollte vielleicht das Geld auch schon reichen. Ach, das sieht einfach cool aus hier. Das haben wir auch schon verwendet, glaube ich. Genau diese Haltestelle. So, jetzt der Zug. Halt hier, dieses Modul brauche ich da. So, hat sich da unterdessen was getan? Ich glaube auch mal nicht. 1888. Haben wir nichts Neues bekommen. Sollen wir hier eben auch eine schnellere Lok nehmen? Die Baldwin vielleicht. Geht's rauf und runter? Oh, halt, bin ich drin? Ja, es geht schon ein bisschen rauf hier. Wir könnten... Ja, die ist aber teuer dann auch. Wir müssen da aufpassen. Wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir die Kosten weiterhin auch im Blick behalten. Hm. Auch eben, weil die einiges teurer ist. Als letztes Mal hatten wir Preuß genommen. Wenn wir die nehmen, kostet das Doppelte. Aber wir nehmen sie. Ja, wir nehmen sie. Und wir nehmen Passagierwagen. Die Fahrt, wie viel fährt die jetzt? Habe ich wieder nicht geguckt. Wo ist sie? Hier, 60, genau. Ja, 60. Fährt 50, nicht unbedingt. Den, wenn es sein muss, der fährt... Oh, der... Der hat zwar hinten jedes Mal noch so ein komisches Teil obendrauf, ist aber egal. Den nehmen wir. 10, 11, da müssen wir 5 Stück von dem haben. Also 1,
2, dann sind wir bei 22, 33, 44. Ja, die können wir nicht nehmen, die sind daneben gleich nur noch 50, dann fährt er auch nur noch 50, aber der wäre 70. Ach, so einer hinten ranhängen. Oder wir nehmen einen weiteren, dann hätten wir 55. Nehmen wir. Jawohl, gekauft. Wir haben immer noch so viel Geld. Dann klonen wir dich einfach. Ha, das reicht doch locker. Sehr gut, dann ab auf die Linie. Ach, Trupp Chondra. Und weg. Der zweite lassen wir dann auch gleich starten und weg. Ich nehme mich ins Blickfeld. Natürlich der andere auch. Und mal andere Wagen. Auch cool. Sehr gut. Und jetzt hier hinten kommt der zweite. Dich nehme ich da auch gerade ins Blickfeld. Ja, du musst jetzt warten halt. Oh, wir können da ja noch rein. Oh, das sieht ja cool aus. So in der Halle drin, wenn das noch ganz lang ist. Ah, obercool. Sehr gut. Okay, also wir... Boah, jetzt geht er dann hier auf den Damm. Oh, das sieht cool aus. Hier mal ganz nah herangehen. So, jetzt kommt er dann hier auch gleich. Oder wenn wir hier mitfahren... Sieht auch nicht übel aus. Wenn er hier dann auf den Damm fährt. Jetzt kommt er dann... Oh, da hat er wieder mal ein bisschen Grafikprobleme. Scheint aber vom Spiel zu sein hier. Ja gut, vom Damm merkt man hier eigentlich herzlich wenig. Aber wenn er hier natürlich so durchfährt... Wenn wir vielleicht dann später auch mal etwas hier unten durchhaben, sieht es vielleicht auch gut aus. Können wir das überhaupt... Ah, halt. So, geht das überhaupt? Ja, es würde gehen. Ich weiß aber nicht, was er dann da macht. Das weiß ich nicht. Ich probiere es jetzt auch nicht aus. Aber irgendwann dann schon. So. Du hast jetzt dann gleich hier den Damm passiert. Wie sieht es denn so geschwindigkeittechnisch aus? 60. Der andere ist mir jetzt verschwunden. Oder ich habe ihn weggeklickt. 60 fährst du. Also magst du das gut stemmen vom Gewicht her. Und weg bist du. Ab in die Röhre oder ins Tunnel. So, der andere, der wartet hier noch frisch, fröhlich auf seinen Einsatz. Das ist auch nicht so schlimm. Wie sieht's aus? Geldmäßig. Aha. Bus und die Arbeit hier, das ist nicht so ihr Ding. Und die sind jetzt natürlich neu gekommen, das ist klar. Dann haben wir noch Bus Oberstdorf, der ist auch nicht wirklich glücklich. Er macht auch Minus. Ich glaube auch, dass wir da einfach zu wenig... Aha. Ich glaube, die kosten einfach jetzt zu viel. Alles klar. Ah ja, genau. Ja, ja. Gut, die werden wir jetzt alle ganz kurz ersetzen. Natürlich auch den Zug. Dann wird wieder mal neue Sachen hier reinkommen. Also, jetzt gehen wir zuerst mal... zu diesem Straßenfahrzeug, damit wir mal wissen, wo wir da wirklich den Hebel ansetzen. Ah, da haben wir natürlich noch alte Sachen. Okay, Fahrzeugersatz. Wäre zwar drinnen gewesen, aber ich will ja natürlich jetzt neue Sachen. Du bist der hier. Bringst 5 Stück mit. Wir wechseln dich auf... Du hast immer noch 5 nachher. Und 18 km/h auf 18 km/h. Ändert sich nicht wirklich viel. Du bist aber nur 15 Jahre alt, von dem her, wir nehmen dich hier. Alles sofort ersetzen. Gut, Oberstdorf wäre soweit erledigt. Jobbach. Gehen wir zu Jobbach, nehmen auch hier ein Fahrzeug schnell. Springen mal dahin. Ja, dasselbe auch hier. Auch da werden wir wechseln auf die Postkutsche. Wir ersetzen, auch das kostet nicht so viel. Dann gehen wir zu Meschendorf, nehmen da auch gleich ein. Dasselbe Spiel in grün. Dann nehmen wir auch die Postkutsche. Oder wir könnten einfach die ersetzen. Noch einen größeren Omnibus. Meschendorf läuft eigentlich sehr gut. Wisst ihr was? Dann nehmen wir auch gleich den hier. Ersetzen. Wir nehmen die großen.
So, und dich möchte ich jetzt gerade kurz behalten, weil ich dich gerade ansehen möchte. Halt, wenn du dann wechselst. Frage ist nur, wo ist die nächste Haltestelle? Hier vorne ist sie schon. Jetzt aber keine Leute. Vielleicht gehen aber Leute raus. Jawohl. Oh, du siehst aber cool aus. Eieieiei, du siehst jetzt aber wirklich cool aus. Kannst nach oben sitzen. Ha. Sehr cool gemacht. Die armen Pferde, eigentlich die, die da sehr viel ziehen mussten auch. Und natürlich auch vielleicht Holz nehmen müssen, das nicht so schwer ist für die armen Tiere hier. Gut, aber es war halt eben das Mittel zum Zweck, damit man eben etwas bewegen konnte. Man konnte ja nicht Esel oder irgendwelche andere Tiere nehmen. Ich glaube, irgendwann hat man noch, man weiß nicht, irgendwelche Zuchtbullen oder irgendetwas da genommen. Rinder etc. hat man auch genommen, aber das war eher auf Land. So, dann gehen wir noch zu den Gütern. Da haben wir Treibstoff und Treibstoff. Einmal Joppach, einmal Oberstdorf. Ich glaube, oder haben wir nicht mal einen Fahrzeugersatz drin gehabt? Ich glaube, mit Vieren, das würde genügen. Nehmen wir da den da. Okay. Und alle ersetzen. Sehr gut. Dasselbe hier. Und auch kein Fahrzeugersatz. Da können wir diese hier verwenden. Die sind zwar schneller, aber ja, brauchen wir nicht unbedingt. Auch Treibstoff. Okay. Fahrzeug ersetzen. Sofort. Gut. Haben wir noch mehr? Ja, wahrscheinlich jetzt eben hier die Züge noch. Genau, Chondra. Genau, jetzt kommt Chondra noch. Ach, der gefällt mir irgendwie. Dem könnte ich jetzt ein bisschen zusehen. Chondra. Den Zug. Das wären die beiden. Nehme ich die da mal rein. Und geh mal kurz gucken. Ah, das sind die Einfahren. Das sind noch die ersten, ne? Mit 24. Ja, da habt ihr das Recht natürlich, dass man euch ersetzt. 50, 45. Nehmen wir die Preuß. Und machen ähnliche Sachen hier. Ich würde auch sagen, wir nehmen da mal zwei von denen. Also mal 10. Dann haben wir 20, 26, 36, dann noch diese hier, machen wir 42, 52, machen wir das auch so. Ja, nicht ein, sondern sofort ersetzen. Oh, haben wir das Geld überhaupt? Ja, ich glaube, es hat funktioniert. Das können wir wieder wegmachen. Gucken wir schnell bei Fahrzeugen. Jawohl, das hat er kapiert. Sehr gut. Die haben natürlich nur 24. Die nehmen natürlich jetzt auch einiges mehr auf dann. Jawohl. Ich weiß nicht, wie viel das am Bahnhof sind. 52. Oh, 52 weg. Okay. Und der hier? Ja, auch der hat hier einiges am Bahnhof. Hier in, da sind wir in Joppach, genau. Da sind wir in Joppach. Sehr gut. Okay, und auch mit diesem Fahrzeug Wechsel oder ja, auf die Preuß und für mehr Leute sagen wir Adieu für diese Folge. Wir sind nämlich schon wieder ganz knapp über die Zeit dann bald. Von dem her bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir haben hier ja, die Strecke in Betrieb genommen, das war ja unser Ziel auch und die sind ja auch schon fleißig. Oh, eine Person ist schon drin, sehr schön. Da sind wir jetzt auch fleißig dann dran, dass wir hier in Richtung Regiolinie kommen. Jetzt fehlt noch der Anschluss zwischen Bodenkirchen nach Achtrup und dann die nächste Regiolinie. Und dann, wie es weitergeht, ja, das sehen wir dann. Ich hoffe, dass hier dann ein großer Teil dann endlich nur noch im Plus stattfindet, dass wir eigentlich nur noch im Geld schwimmen, dass wir eigentlich auch
dann uns mehr in Richtung Güter fokussieren können und diese ersten Städte dann wirklich mal mit Gütern, mit verschiedenen Linien, Güterlinien dann auch bedienen können. Ich bedanke mich nochmals und bis zum nächsten Mal. Euer Packy, bye bye.